Ja, das ist, was haben wir heute? Mittwoch, 27. April. Es geht weiter. Ja, heute nochmal mit einer Folge U-Tubbing aus der Badewanne. Und ich habe ein paar Stichpunkte gemacht und wollte das ein oder andere zum Besten. Als erstes geht es hier um eine tolle Form von Zusammenarbeit, die sich hier mittlerweile im Internet zum Besten gibt und immer mehr Resultate zeigt. Und so sind mittlerweile, also ihr habt es bestimmt ja auch schon seit der letzten Sendung mitbekommen, es gibt ein neues Logo, das etliche Projekte in einem vereint, weil diese Projekte eigentlich mehr oder weniger alle auf das gleiche Endziel abziehen, nämlich quasi aus der Sklaverei rauszukommen und endlich frei leben zu können. Und so haben auf diesem Logo, das übrigens von Free Mankind mir zugeschickt worden ist, jemand, mit dem ich seit ein paar Jahren einen sehr lustigen Kontakt habe, nämlich ich habe keine Ahnung, wer er ist, und bekomme aber immer wieder Zeichen von ihm, die eindeutig darauf hindeuten, dass er mich die ganze Zeit auf jeden Fall auch im Auge hat. Und ihr kennt mittlerweile einige Sachen, die ihr gesehen habt, sind von ihm. Und ich war immer nur zum Beispiel hier die Geschichten, die zwei Flyer von der Krönungswelle mit König von sich selbst sein. Ja, sehr schön. Freue ich mich wahnsinnig, dass das auch so gut ankommt, dass die entsprechenden, die dahinter stehen, halt eben das auch irgendwie annehmen. Finde ich klasse. Ne, wir haben This is Woodstock in diesem Logo. Und da gibt es halt eben auch noch was, das ändert sich ja halt jetzt auch dahingehend, dass das ein bisschen aktiver wird. Und zwar wird es bald eine Facebook-Gruppe geben, also eine Open-Source-Event-Management-Gruppe für This is Woodstock. Wir basteln dran. Wer Ideen hat und Vorschläge, kann sich gerne melden. Ne? Und ja, so ist halt der Peace Trail und zeigt euch fusioniert, und ich finde das alles ziemlich klasse, weil das halt eben alles was ist, was wir uns alle zusammen erarbeitet haben. Jetzt sollten wir es alle zusammen nutzen, damit wir, ja, wenn man Möglichkeiten nicht nutzt, kann man sich keine neuen aufbauen, aber es sieht so aus, als würden wir das tun. Und in dem Rahmen wird es dann halt auch ein Zeigt euch Peace Trail Woodstock Treffen geben. Vom 2. bis 7. Juni 2011, jetzt in ein paar Wochen, auf dem Permakulturhof von dem Mamfi. Muss man mal bei YouTube eingeben. Ich stelle auch den entsprechenden Link gleich noch in die Beschreibung rein. In 1927-3 Delhien, würde ein Rheinländer sagen, kann aber auch Delhien heißen. Wir wissen es nicht so genau, wir finden es raus. Wir werden hinfahren und es herausfinden. Ja, fettes Dankeschön an der Stelle halt wirklich an alle Beteiligten, die da irgendwie hier Claudia und Smoking Rail, Stefan und Nicole, Mamfi, Manuel, zeigt euch, wie ihr nur ehrenfreies Leben, bla bla bla. This is Woodstock, genau so haben wir uns das vorgestellt. So, und dann gibt es noch was. Ich habe heute mein Handy verloren. Und es war ein paar Stunden weg von mir. Und ich habe es genau an der Stelle wieder gefunden, wo ich es verloren hatte. Mitten im Park.
Das ist geil. So gut sind meine Sachen geschützt. Aber dennoch suche ich noch einen Sponsor. Also ich suche jetzt wirklich nach einem Sponsor. Ich suche nicht nach jemandem, der spenden möchte oder sonst irgendwas. Sondern ich suche einen Sponsor, der mir nicht irgendwie Geld oder sonst irgendwas, sondern ein iPhone 4 klar macht mit einer uneingeschränkten Internetnutzung. Dass ich dann halt eben als WLAN-Router für meinen Mac benutzen kann und dann halt eben wirklich täglich auf Sendung gehen kann und wenn mir irgendwelche Gedanken durch den Kopf gehen, sie halt eben wirklich tatsächlich sofort mit allen teilen kann. Ne? Rausgehende Inspirationen für die ganzen Inspirationen, die dann reinkommen. Ich freue mich sehr hier und ernte die ganze Zeit. Wer in der Lage ist und für den irgendwie das halt machbar ist und wo die Möglichkeiten einfach bestehen, ohne dass irgendjemand dabei dem Geld hinterherhetzt oder irgendwas tut, was er gar nicht möchte, das wäre Blödsinn. Übernehmt euch nicht, aber für wen das eine Kleinigkeit hier ist, mit einem iPhone 4 und uneingeschränkter Internetnutzung kann ich einiges mehr machen. Wer helfen kann, melde sich bitte. Ja, dann gibt es heute die schockierende Nachricht des Tages. Ich habe seit 10 Tagen oder so keine Chemtrails mehr am Himmel gesehen. Sky-Paintings nenne ich sie ja normalerweise. Ne? Aber damit auch alle wissen, wovon ich rede. Ja, und man munkelt. Ne? Man munkelt. Und da man wieder von allen Seiten Geschichten gehört und alles totale Spekulation ist, habe ich mir gedacht, spekuliere ich auch mal einfach eine schöne Version zusammen und nehme die wahr. So, und in meiner Wahrnehmung ist das deswegen jetzt genau so, wie ich es jetzt erzähle, nämlich, es gibt seit 10 Tagen keine Chemtrails mehr am Himmel, weil die Piloten der Bundeswehr streiken und sagen, wir fliegen doch nicht mehr da weiter hoch, um uns selber, unsere Familien, unsere Kinder, unsere Frauen selber zu vergiften. Die haben auch Internet. Die wissen auch, was Sache ist. Die wissen auch, die haben kapieren auch, was Sache ist und was sie machen. Und deswegen streiken die. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Jemand, der selber Pilot ist, hat er gesagt, Bauchi, das wirst du niemals nicht in den Medien sehen. Weil die ganze Aktion in den Medien überhaupt gar nicht vorkommt. Jetzt stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn die Medien auf einmal sagen würden, ja, der Himmel ist wieder frei, weil die Piloten streiken und weil sie sich selber nicht mehr vergiften wollen. Finde ich klasse, ist eine super Nachricht. Kommt wie gerufen und finden wir toll, finden wir bemerkenswert. Ne? Auch Soldaten sind Menschen und nicht unbedingt dumme. Und wir gratulieren zur Entscheidung. Finden wir gut. Gefällt uns. Ja? Ne? Und dann gibt es jetzt bei mir immer noch zwischendurch mal die Inspiration des Tages, die für mich wirklich auch einfach heute, und das sind Sachen, die predige ich seit Jahren, aber für heute mich nochmal eine komplett neue Bewandtnis bekommen, nochmal eine ganz neue Wahrnehmung, nochmal aus der neuen Wahrnehmung heraus nochmal ganz anderen Sinn machen. Ja? Inspiration des Tages vom Inspiratus, von einem Inspiratus, ne, ist, keiner kann glücklich sein, wenn er lebt, wie andere es wollen. Das funktioniert nicht. Es tut es vorne und hinten nicht, vor allen Dingen, weil wenn man so lebt, wie andere es wollen, kann man selber quasi nur glücklich sein, wenn alle anderen dann auch glücklich sind. Da das aber keiner ist, bringt nichts, weil ne, das hat auch nichts mit Eigenverantwortung zu tun. Und da kommen wir halt eben sehr an den Punkt, wo wir den Unterschied zwischen Abhängigkeit und Symbiose erkennen.
Vielen Dank. Ich verabschiede mich wieder. Ich liebe euch, dass ihr mit online. Ja, und ihr denkt, wie gehabt. Und die immer, genau das. Was ihr denkt. Ja, lasst mich daran teilhaben, wenn ihr möchtet. Ich bin immer wieder froh für alles, was meine Inspirationen in euren Köpfen triggern. Denn das ist wieder Inspiration for more. Supergeil. So funktioniert das. Das ist die Schule des Lebens. So kann jeder Lehrer und Professor gleichzeitig sein. Ne, einschreiben tut man sich, indem man sich als nicht mehr lernresistent erweist und tatsächlich mal den Kopf aufmacht für neue Gedanken. Vor allen Dingen die, die man früher nie denken wollte oder als Spinnerei abgetan hat oder sonst irgendwas. Und einfach mal guckt, was passiert in seiner Meinung. Und immer öfter auch riechen, schmecken und fühlen, weil wir uns immer öfter live treffen. Bis bald.